Mann, wie er driftet, ey, wie so eine Kackswurst, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Mann, der driftet voll merkwürdig, Alter. Ich roll das Ding wirklich kaputt. Moin, meine Bootser, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Ich hab ein Grinsen im Gesicht, denn ich spiele jetzt Mario Kart weiter. Das ist so geil. Ich muss aber zugeben, ich habe gestern nachts nochmal um 12 Uhr ein Turnier durchgespielt in der Kategorie 50 Kubik. Jetzt machen wir weiter, Einzelspiele. Wie gemerkt, habe ich jetzt das Mikrofon mal ein bisschen näher an meiner Fresse rangemacht, weil beim Mario Kart Spiel ist das echt mit dem Ton gar nicht so einfach. Dass der Ton, wenn du den Pferd ein bisschen leise machst, geht er zu leise und so. Man muss da echt ein bisschen rumwerken. Ja, deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, weil ich muss zugeben, das Mikrofon ist scheiße. Ich stehe aber auch so ein bisschen auf Qualität. Wenn ihr jetzt so ein Knistern im Mikrofon hört, das Kabel ist auch hier am Arsch, hier mit Tesafilm verbandskastenmäßig verbunden da. Und deswegen hoffe ich, dass es jetzt besser geht mit einer nicht so schönen Qualität jetzt hier irgendwie. Aber ich gebe mir Mühe, aber ihr könnt jetzt auch mal bitte in die Kommentare schreiben, weil das ist mir extremst wichtig. Welches fucking Mikrofon soll ich mir denn kaufen? Ich weiß das nicht. Vom Mikrofon, ich habe null Plan und da brauche ich einfach eure Hilfe. Ja, wäre schön, wenn ihr das jetzt mal in die Kommentare so zwischendurch reinschreiben würde. So, Grand Prix. Einer hat ja in den Kommentaren letztes Mal geschrieben, ja, das spricht man nicht Grand Prix aus. Ja, bei mir wechselt sich das so, Grand Prix. So, klar spricht man das so aus, das weiß ich. Aber manchmal, wenn man liest, dann liest man einfach nach. So, 50 Kubik. Wen spielen wir denn mal? Wir haben ja immer Mario, ne? Damals auf Super Nintendo war es voll heftig, wenn man Bowser gespielt hat oder Donkey Kong, bist du voll schwer losgefahren, so buff. Und wenn du dann Todd hattest oder so, voll schnell und fix, aber dafür nicht so stabil beim RAM und so. Das müsste ich mal ausprobieren, ob das hier heute auch so ist, ey. Ich spiele ihn mal hier, einfach mal testen. Mal ganz schwer, ob das wirklich am Start, ob das auffällt, wenn er so schwer ist und so. Habe ich hier auch irgendwas Neues? Ne, ich mein Wario. Hier, da, Freunde. Das habe ich hier gestern durchgespielt. Den Special Cup. Jetzt machen wir beim Panzer weiter. Panzer Cup heißt er sogar, okay. Grand Prix starten. Der Grand Prix. Ich liebe das Spiel, Freunde. Das ist geil. Aber ihr habt ja auch in den Kommentaren geschrieben, dass ich mir mal einen anderen Joystick kaufen soll, weil ich habe immer gesagt, der ist so unhandlich. Und dann habe ich mal geguckt. Es gibt echt geile Joysticks, die so dem Xbox-Controller ähneln und so weiter. Und ich denke, ich werde mir sowas zulegen, weil das ist schon ein bisschen unhandlich, ne? Das ist so. Wenn man überall aufs Hut mal gegenstößt, bupp, Display kaputt und dann war es das hier. So, komm. Gas hier, Gas. Er sieht schon cool aus, der Bowser, ey. Kleine Giftratte, du, Alter. Und ihr habt natürlich in den Kommentaren gelesen, Uwe drifte mehr. Ich gebe mir Mühe, Freunde. Ich habe gestern noch ein bisschen ausprobiert. Okay, das ist jetzt natürlich ein Fail hier. Aber man kann echt lange driften. Das ist so voll heftig. Ah, hat natürlich jetzt nicht funktioniert. Warte mal. Ich probier's aus, Freunde. Ah, zu viel. Oh, Mann. Ah, pass auf. Pass auf jetzt so. Ist voll komisch mit ihm zu driften. Der ist echt schwerfällig, Alter. Ganz merkwürdig gerade. Hätte ich den jetzt bloß nicht genommen, ey. Der ist echt komisch, Jungs. Ah! Ganz komischer. Den spiele ich nie wieder. Der ist echt schwer. So ein Fettsack, Alter. Gegen Computer. Nee, den will ich nicht nochmal. Der ist echt scheiße. Also ich habe die ganze Zeit. Todd hatte ich auch mal probiert und Mario, aber der ist ja richtig. Ja, schon wieder gegen Zaun, Alter. Das ist mir mit den anderen nicht passiert, ey. Komische Fettkacke hier. Das macht die jetzt aggressiv gerade hier. Guck mal, wie er driftet, ey. Wie so eine Kackswurst, Alter. Was ist das für eine Scheiße? So. Brauchst du gar nicht freuen, du Mistradde, Alter. Guck mal, der Stritt wird voll merkwürdig, Alter. Ich roll das Ding wirklich kaputt. Bowser macht aggressiv, Alter. Was ist das für ein Scheiß? Kein Wunder, dass er mit Mario Stress hat, Alter. Oh ja. Ja, jetzt die Musik. Oh, der Drift war erstmal gut. Fette Kacksau, echt. Ich hab nichts gegen dicke Menschen, ne? Aber er hier, der regt mich gerade auf. Obwohl, ist Bowser fett oder ist er einfach nur stabil? Weißt du, was ich meine? Hä, wieso hat er ihn nicht erschossen? Was ist denn das? Hä?
Trotzdem erster. Verstehst du das? Jetzt kann ich die Figur nicht wechseln, ne? So, weiter geht's. Ja, Freunde, ihr seid ja auch die ganze Zeit bei den vorigen Turnieren fleißig am Wetten. Und denkt dran, vergiss das nicht nachher wieder zu wetten, ob ich wieder erster werde oder nicht. Verstehst du auch das? Panzerkarp, was? GBA Marios Piste. Marios Piste, wie rede ich eigentlich? So eine Strecken gefallen mir am meisten so ein bisschen. Die erinnern mich damals halt an Super Nintendo, diese Rennstrecken, weißt du? Die finde ich echt am geilsten. Oh, das war doch mal ein schöner Drift. Ich übe jetzt immer das Driften, Freunde. Nur noch Driften, bis das Zeug hält hier, ey. Oh, schade. Ihr könnt jetzt mal schreiben, ob ich jetzt in diesem Spiel schon besser beim Drift geworden bin. Okay, ist jetzt nicht meine Lieblingsfigur hier. Oh, look at this, Freunde. Das war doch mal ein Drift, oder? Look at this! Right now! Oh, so ein Ölfleck. Nein! Oh Mann! Drifte, drifte doch! Was war da los? Nein, der Ölfleck. Aua. Ja! Ja, weil Ideallinie, also haben wir beim Nissan GTR Event kennengelernt. Wie seht ihr das? Ah, den will ich noch mitkriegen. Oh yeah. Right now. Wie weit bin ich? Kann ich auf dem Joystick die Dings gucken, oder? Ja, geil. Look at this. Right now. Nö. Na, vorbei. Yeah. So, warte mal, wie weit sind sie? Oh, Digga, guck mal hier. Skyly? Oh, Skyly ist von der Tagesmutter wieder zurück. Hey, Baby Schatz. Bist du wieder zurück? Okay. Wie war? Okay. Auto. War gut, war aber ein bisschen viel für mich. Ja, warum? Ja, weil Patricia hier ist. Oh, hat Patricia alles übernommen? Patricia ist nämlich die Tagesmutter. Hey Babyschatz, krieg ich mal einen Küssi? Nein, bist du komplett weg. Weil bei der Tagesmutter läuft das so ab, man stuft sie mal an. Das heißt, du bleibst ein paar Stunden da und guckst dann mal, ne? Dann weiß sie, Mama ist noch nicht weg. Aber ab morgen ist Schluss damit. Skyly, komm her, gib mir einen Küssi. Gibst du mir einen Küssi? Gib mir einen Küssi! Sitze. Mal hier kannst du sitzen. Setz dich mal hin. Hi. Sag mal bye bye. Sag mal bye bye. Bye bye. So, ich habe Skyly noch mal richtig gute Nacht gesagt. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und wettet jetzt in den Kommentaren, schaffe ich dieses Turnier wieder als Erstplatzierte. Wir werden sehen, aber ich habe ein gutes Gefühl und das noch mit Bowser, mit dem komponenteren, kräftigeren Typ. In diesem Sinne, haut rein und ciao.